3, 2, 1. Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play. Minecraft, der Challenge der Philosophers. Und ja, ich bin. Ihr seht jetzt übrigens die Parts, bis auf. Die ersten zwei Parts sind jetzt schon hochgeladen. Während ich das aufnehme, wird der zweite hochgeladen, sagen wir mal so. Der erste ist noch nicht verarbeitet, der ist auch nicht ganz fertig. Naja, wir haben jetzt 58, das heißt, ich werde jetzt als 60, dann wird es um 16 und 15 ungefähr sein. Okay, passt. Und ich bin zu doof zum Laufen. Oh, and Creeps have appeared. Ja. Hi Creeper. Hallo mein Freund, du Creeper. Du bist so ein guter Freund von mir. Du bringst mir so viel Geld. Eisen. Nicht Geld. Eventuell. Manchmal. Gelegentlich bringen Creeper Geld. Ach, immer diese zwei Bildschirme. Weil ich sehe ja das einmal, was ich aufnehme, einmal sehe ich es im X-Split. Ich probiere das tatsächlich mit X-Split aufnehmen, ist wirklich nicht schlecht. Man muss nur die Qualität hochstellen. Oh, wenn man die auf 10 hat und Audioqualität auf 128 Kilobit, ist das ganz ordentlich. Wichtig ist nur, dass man dran denkt, das halt so hochzustellen. Und die Videoqualität ist auf 10 recht ordentlich. Auf 20 habe ich so derbste Lags, aber da sind 480p auch kaum von normal aufgenommenen 720 zu unterscheiden. Das ist so krass. Ich habe wirklich jetzt ich schaue das hin. Das soll 480p sein? Als ich das, ich habe das auf meinen 16:9, 1000, also 1080er Bildschirm hoch skalieren lassen. Und boah, habe mir gedacht, okay, also ich habe schon 27er Videos gesehen, die schlechter waren. Okay, 6 Gunpowder ist gut für einen Moment. 6 Eisen ist immer gut. Da kann ich schon wieder eine komplette Spitzhacke, kann ich schon den zweiten Automaten von diesen Dingern bauen. Ich brauche drei insgesamt oder zwei? Zwei, glaube ich, oder? Eins, zwei, ja, zwei. Ich habe vorhin wieder mal drei gesagt, ich brauche nur zwei. Zwei Stück, okay. Ich muss dringend was essen. Aber dazu haue ich, ups, die Hälfte von denen mal mit ein bisschen Coal hier rein. Perfekt. Und dann würde ich sagen, ich brauche mal meinen Philosopher's Stone wieder. Again. Leute, tut mir leid. Manchmal passiert sowas einfach. Man könnte das Zeug in Äpfel konvertieren. Klasse. Stone Wafer. Wir brauchen Unmengen von den Dingern. Habe ich noch eine Redstone Torch? Ja. Das erste, was ich bauen werde, man braucht einmal eine Stone Cathode und einmal braucht man den Stein oben drauf für einen Stone Pointer. So, ich brauche Redstone und Torch. Eine Torch reicht für einen Augenblick. So, macht die Stone Cathode. Dann brauche ich weitere von denen hier. Und ich brauche mehr... Dings halt. Ich würde sagen, das hier, Coal und ein bisschen Clay. Clay werde ich einfach irgendwann wieder hochkonvertieren, deshalb ist gar kein Problem. Haut die beiden Sachen hier rein. Ich brauche jede Menge Redstone, so. Deshalb sollte es kein Problem sein. Dann brauche ich zwei von den Dingern, auch wenn sie mit drei gleichzeitig gebaut werden. Dann brauche ich drei von denen. Und dann brauche ich noch ein paar von denen hier. Und dann brauche ich meine Nahrungsmittel und die schmeiße ich dann so da rein. Und sobald es soweit ist, okay. Jetzt brauchen wir die Stone Kathode, den Pointer. Die zwei Anoden, die drei Wire und zwei von denen. Und wir kriegen einen Timer. Okay. Als nächstes brauchen wir... Habe ich noch irgendwas für Sticks? Ja, das hier. Den kann ich ja da reinhauen und zwei Sticks sammeln. Die brauche ich nämlich jetzt. Hier. Perfekt. Und dann brauche ich demnächst Holz. Also konvertieren wir das Zeug hier runter zu Cobblestone. Und holen uns Holz dafür. Wozu brauche ich Holz? Ich denke für... Verdammt, was wollte ich bauen? Chests, genau. Chests. Wir brauchen zwei Chests. Für den Augenblick brauchen wir zwei Chests. Später wird es ein bisschen anders laufen. Dann werde ich mal ein bisschen was essen, weil wir sonst einfach mal verhungern. So, ich überesse jetzt mal ein bisschen, dass wir Dings haben. Und dann brauche ich normalen Cobblestone. Um den kümmere ich mich gleich.
Oh ja, dafür brauchen wir deutlich mehr Zeugs, aber für den Augenblick ist es so in Ordnung. Und das reduzieren wir mal auf die Zeit, die es tatsächlich braucht. Das ist so ziemlich das schnellste Tempo, in dem man das machen kann. Okay, 9, 10. Gut, wir erinnern uns doch noch gut an die Sachen, die wir brauchen, oder? Wie wäre es, wenn wir sagen, hey, warum bauen wir nicht 2, 3, 1, 2, 1, 2, 1 hier, eine Piste. Oh, ich brauche, nein, ich brauche ja gar kein Glas dafür. Genau, ich denke, ich brauche Glas, aber das sind andere Maschinen, die Glas brauchen. Und dann bräuchte ich nämlich ein bisschen Redstone, dass ich die zweite Maschine auch noch von der Dings, von dem Menschen hier bauen kann. So. So, perfekt. Jetzt brauche ich nur noch zwei Redstone. Ein Redstone. Das ich auch hier habe. So, jetzt nehme ich den mal gerne hier runter und reduziere den auf 1,5. So. Das ist schon mal der erste Schritt. Moment. Ich kann die Chests doch jetzt schon platt. Ach nein, geht nicht, geht nicht. Hier ist ja Lava dahinter, oder? Kann ich mit dem hier? Nein, ich will das nicht riskieren, meinen Timer zu verlieren. Das mache ich anders. Dazu brauche ich halt mal ein bisschen mehr Redstone. 40, 50. Ich nehme jetzt mal einen Stack von dem Zeugs hier. Damit kann ich einen halben Stack Redstone machen. Und frag mich nicht, warum es jetzt so laggt. Sollte eigentlich nicht ein bisschen laggen. Danke für einen Stack Cobblestone und zwei Cobblestone zusätzlich. Ich werfe die jetzt einfach mal kurz darunter, damit ich sie nicht in meinem Inventar mit rumschleppen muss. Und jetzt sage ich C, die Hälfte hier. Dann nehme ich den Redstone. Oh, wir brauchen mehr Eisen. Und wie kriegt man am besten Eisen? Man haut sämtlichen Scheiß, den man braucht, nicht braucht, in die Kiste. Und geht raus und killt ein paar Creeper. Hallo Creeper. Ups. Spinnen zuerst. Ich sollte nicht vergessen, dass Spinnen auf meinem Dach waren. So. Hallo Creeper. Ich hätte das wirklich verge total vergessen, eben die Spinnen auf meinem Dach. Und dann höre ich ein S. Okay, ein Eisen. Ich brauche noch ein Eisen. Hey Creeper, kannst du mir bitte ein Eisen geben? Oh, ich sehe Enderman in der weiten Ferne. Hat keinen Bock mir was zu geben. Da hinten ist noch ein Creeper. Das Gute ist ja, dass die nicht verbrennen. Tagsüber. Das heißt, man kann sie den ganzen, kann die ganze Nacht lang irgendwas machen und tagsüber rauskommen und die Creeper killen. Hallo Creeper. Ich muss auf mein Dach auch mal ein bisschen was an Fackeln setzen. Nicht, dass auf dem Dach Creeper spawnen können. So viele Creeper hier. Oder ist ein Skelett? Das will ich, dem will ich nicht zu nahe kommen. Was sich übrigens lohnen kann. Oh, ich brauche unbedingt eine Pressure Plate. Werde ich auch demnächst eine bauen. Ich brauche dafür ja nur zwei Holz, glaube ich, oder waren es drei Holz? Creeper? Kannst du bitte herkommen? Danke. Es wird langsam Tag. Es wird langsam wieder heller. Man sieht, der Mond geht unter. Okay, danke für das Eisen. Ich werde jetzt trotzdem ein bisschen sprinten. Ich habe ja im Moment was zu messen. So. Dann muss ich irgendwann den Wassergraben bauen. Und irgendwann werde ich das durch Pisten ersetzen, die dann zusammengehen. Und dann hole ich mir mal unglaublich viel Stein. So. Stimmt, ich muss ja auch das erstmal noch umwandeln. Fällt mir gerade so ein. Habe ich noch irgendwas, mit dem ich. Nein, das heißt, ich brauche das hier. So, kann ich bitte den haben? Danke. 6 Coal, perfekt. Wir wollen nämlich die mal halbieren. Wir brauchen eine Unmenge an Clay. Oder besser gesagt 8 Stück. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Und diese 8 haue ich mal da rein. Coal dazu. Perfekt. Ups, nicht Crafting. Chest wollte ich bitte. Ich muss noch die ganzen restlichen Sachen holen. Ja. Ich brauche noch ein Eisen, das hole ich mir bald. Erst will ich schauen, dass ich hier nochmal ein paar Creeper kill, wenn hier noch welche übrig sind. Und die ganzen Skelettsachen und sowas einsammle. Knochen braucht man schon irgendwann mal. Hallo Creeper. Die Spinnen tun mir ja nichts im Moment. So, komm her, komm her. Danke.
Creeper sind hier absolut harmlos. Okay, ein zusätzliches Eisen ist immer gut. Oh, ich brauche unbedingt mal ein neues Schwert. Ich denke, ich werde als nächstes ein Eisenschwert machen. Das heißt, ich brauche jetzt mal meine ganzen davon. Inventar, ups, den habe ich auch dort liegen lassen. Aber das ist so cool, sobald man Diamantrüstung hat. So, habe ich irgendwie eine Möglichkeit, Sticks zu generieren? Nö. Außer ich krieg dadurch Sticks. Nö, ich krieg da nur einen Lever für. Da kriege ich einen Stick für. Genau. Ich wollte ja einen Stick und zwei Iron für ein Eisenschwert nutzen. Dann brauche ich drei Eisen und 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 Redstone. Dafür brauche ich dafür die Bricks. Die haue ich mal hier in den Crafting Table rein. Und erstellen Alloy Furnace. Alloy Furnace kriegt die Sachen hier und ein Stück Coal. Den haue ich da rein. Und dann dürfte das perfekt hinhauen. Okay, als nächstes Stone Anodes, Cathodes. Brauche ich noch irgendwas Wichtiges? Die zwei Kisten sind in Ordnung. Stimmt, ich muss den Timer da unten mal ausschalten, sonst werde ich hier wahnsinnig mit den Sachen, die die produzieren. Was werde ich tun? Ich werde den Timer hier unten eingraben. Und zwar in der Form hier. Ich werde irgendwann eine Möglichkeit bauen, dass ich die, dass ich den ausschalten kann. Ich denke, das wird ungefähr so sein, dass ich hier irgendwo dort einen Lever baue. Den habe ich den irgendwo hier oben, denke ich. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob das reicht von den Dingern, die ich hier krieg. Boah, ich muss mal schauen. Ich hoffe es. Wenn ja, dann werde ich das auch so bauen, dass ich die ausschalten kann. Wenn nein, muss ich halt mal schauen. Und ich brauche natürlich demnächst mal irgendwas. Bisschen Eisen dafür. So. So, ist dasselbe natürlich immer noch. Nur jetzt kann ich meine Kisten davor bauen. Und dadurch wird es automatisch in die Kisten abgelegt. Eins. Ups. Eins, zwei, drei, vier ist zu viel. Okay. Dann mache ich das anders. Dann nehme ich den hier. Platziere den dort. Und krieg dadurch eins mehr raus. Perfekt. Jetzt nehme ich hier mal auf 1,5. So, jetzt brauchen wir nur noch das Ding, das das andere macht. Und wenn ich jetzt hier einen Lever draufsetze, also einen Schalter. Verdammt, ich brauche eins mehr. Okay, wir machen das anders. Wir platzieren das für einen Augenblick hier. So. Sieht so ein bisschen komisch aus, aber dafür kann ich jetzt, wenn ich mich nicht zu doof anstellen würde, ausschalten. Wir werden das Schwert dadurch ein bisschen verschönern. Okay, jetzt ist es aus. Ich will es nur ausschalten können für alle Fälle. Und jetzt kriegen wir natürlich das ganze Zeug ein bisschen angenehmer geliefert. Jetzt brauche ich nur noch mal ein bisschen Iron. 4, um genau zu sein. 4 Eisen. Hoho. Na, das dauert ja ewig, bis ich die hab. Okay, für einen Augenblick soll das genügen. Wir können, als nächstes wollen wir dann mal ein bisschen automatisieren. Das heißt, ich brauche meine Pisten. Holen wir uns mal ein bisschen Holz und Zeugs. Und mal die Schaufeln wieder. So, ich brauche mal ein bisschen Redstone. Habe ich Eisen? Habe ich im Moment gar keins. Das heißt, ich muss mal C ein paar Teile aufteilen. So. 4 Eisen. Das sollte genügen für das, was wir brauchen. 4 von denen. Ach, verdammt, ich habe kein Holz. Dann konvertieren wir doch mal einen Stack von den Dingern in Holz. Das werden wir übrigens doch öfters machen müssen, bis wir irgendwann die Möglichkeit in andere Dings haben. Okay. Wir brauchen also 1, 2, 3, 2, 3, 3. Ich werde 4 Pistons gleich bauen. So.
Vier Pisten ist gut für den Augenblick. Jetzt brauchen wir 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8. Halbieren, halbieren, halbieren. Und wir kriegen die ersten Sachen. Von dem habe ich 4 Glas. Ja, ich habe noch 4 Glas übrig. Die haue ich hier in die Mitte. Die haue ich hier unten hin. Die haue ich dorthin. 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Redstone Engine. Jetzt brauchen wir mehr Glas. So. Machen wir noch eins mehr. Gut. Als nächstes können wir hier mal ein paar von den Pipes machen. Von den normalen Stones. Ich mag die Cobblestones nicht, deshalb habe ich jetzt gleich die anderen gemacht. Und jetzt brauchen wir noch einen guten Schwung von den Redstone Torches. Perfekt. Jetzt sollten wir Automated Crafting Tables machen können. 4. Das heißt aber auch, dass wir massenhaft mehr Stein brauchen, um. Ne, wir haben genug Stein für Dings. Für Conversions. Moment. Einer kann in Holz umgewandelt werden, so. Es gibt im Moment keine Möglichkeit, es schneller zu machen als mit Shift-Klick. Danke für jedes bisschen Holz und das gleiche nochmal mit denen hier. Ich habe ja Unmengen an Stein, deshalb kann ich das ja beliebig machen. So, es gibt Möglichkeiten, das direkt mit der Kiste zu machen und dazu brauchen wir Eisen und so ein Zeugs. Okay, jetzt brauchen wir Holz. Holz können wir. Ah ja, genau, Gears. Das macht 8 Gears. Reicht für 2 Kisten. 1, 2, 3, 4. Und so, danke. Die nächsten Kisten. 16 Gears mit den 4 Automated Crafting Tables. Okay, jetzt brauchen wir Kisten. Und zwar 4 Stück. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Oh, nochmal 4. Perfekt. Und wir sind hier am Ende des Parts angekommen. Was werden wir mit den Sachen machen? Werden wir beim nächsten Part sehen. Bis dann. Ciao Leute. Bye bye. Broadcast beenden. Bye bye.